Herzlich willkommen zum Bauhaus Online Video Workshop Verlegen von Wasserleitungen aus Kunststoff. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit wenig Aufwand und ohne sonderliches Vorwissen Ihre Wasserleitungen in Ihrem Haus selber verlegen können. Die Kunststoffrohre sollten aus zukunftsfähigem PPR-Kunststoff sein. Diese haben den Vorteil, dass sie hygienisch, komfortabel, gesundheitlich unbedenklich und flexibel einsetzbar sind. Das in Ihrem Bauhaus-Fachzentrum angebotene Rohrsystem bietet damit die beste Lösung aus einer Hand. Das in Ihrem Bauhaus angebotene Rohr hat sich seit Jahrzehnten in weltweiter Anwendung bewährt und gilt unter Fachleuten als eines der umfangreichsten und gleichzeitig besten Kunststoffrohrleitungssysteme. Es wird nach ISO und DIN-Norm gefertigt und ist DVGW geprüft. Die sensationell einfache Verbindungstechnik hilft Ihnen schnell und sicher, auch komplizierteste Lösungen in den Griff zu bekommen. Das Rohrsystem besteht aus Rohren als Stangen von 2 Meter Länge. Sie sind in Durchmessern von 20, 25 und 32 mm lieferbar. Generell finden die Verbindungen über sogenannte Formteile in den unterschiedlichsten Ausführungen statt. Diese sind ebenfalls in den genannten Durchmessern erhältlich. Auch für die lückenlose Anbindung an die zu verbindenden Geräte ist hier gedacht worden. Armaturanschlüsse und Zubehör. Übergangsstücke von PPR auf Metall finden sich auch im Sortiment. Des Weiteren gehören Absperrventile, Schweißgeräte und auch Schweißwerkzeuge sowie Installationshilfen und Befestigungen zum Rohrsystem. Bei der Schweißung werden stoffschlüssige Verbindungen gleicher Werkstoffe ohne zusätzliche Verbindungsmittel hergestellt. Das heißt nichts anderes, als dass mit einem Schweißgerät das Rohrende und die Muffe zusammen erhitzt werden. Die Muffe von innen und das Rohrende von außen. Wenn diese eine bestimmte Temperatur erreicht haben, lassen sie sich durch Aufstecken zusammenfügen. Durch die Erwärmung wird von beiden Bauteilen Schmelze aufgebracht. Nach dem Abkühlen entsteht eine unlösbare, homogene Verbindung, sicher und hygienisch. An der Baustelle arbeiten Sie wie folgt. Das Rohr wird gerade mit einem geeigneten Schneidwerkzeug getrennt. Entgraten Sie gegebenenfalls das Rohr und entfernen Sie die Schneidspäne. Stecken Sie jetzt das Rohrende ohne zu drehen bis zur angezeichneten Einschweißtiefe in die Heizbuchse. Parallel dazu schieben Sie das Formteil ohne Drehung auf den Heizdorn. Die Aufwärmzeit beginnt, nachdem die Einschweißtiefe in der Heizbuchse und der Anschlag auf dem Heizdorn erreicht ist. Nach der vorgeschriebenen Aufwärmzeit Rohr und Formteil zügig von den Schweißwerkzeugen abziehen und sofort, ohne zu drehen, gerade zusammenschieben, bis die angezeichnete Einschweißtiefe durch die entstandene Wulst abgedeckt ist. Schieben Sie nie das Rohr zu tief in das Formteil, da dies sonst zu Verengungen, im Extremfall zu Verschlüssen des Rohres führen kann. Die zusammengefügten Elemente müssen während des Abkühlens fixiert werden. Die Verbindungen lassen sich allerdings auch bis zu einem gewissen Punkt korrigieren, das heißt ausschließlich die Ausrichtung. Drehen ist nicht zulässig. Nach der Abkühlzeit ist die Verbindung voll belastungsfähig. Verwenden Sie ausschließlich passende Schweißgeräte und Schweißwerkzeuge. Die Schweißwerkzeuge werden im kalten Zustand aufgeschraubt und handfest angezogen. Die Schweißwerkzeuge müssen immer so montiert werden, dass sie nicht über den Rand des Heizschwertes ragen. Verwenden Sie hierzu keine Zangen, die eventuell die Oberfläche zerstören können. Die Schweißwerkzeuge müssen frei von Verunreinigungen sein und vor der Montage auf Sauberkeit hin überprüft werden. Falls erforderlich, müssen die Heizbuchse und der Heizdorn mit einem nicht faselnden groben Papiertuch und etwas Spiritus gereinigt werden. Die ideale Schweißtemperatur beträgt 260 Grad Celsius. Denken Sie daran, dass Sie die Aufheizzeiten auch nach einem Schweißwerkzeugwechsel genau beachten. Nach der Arbeit muss das Gerät abkühlen. Bitte niemals diesen Vorgang mit Wasser beschleunigen. Schützen Sie die Werkzeuge vor Verunreinigungen und Beschädigungen. Diese können schnell zu schlechteren Schweißergebnissen führen.
Viel Spaß beim Verlegen Ihrer Trinkwasserleitungen mit Kunststoffrohren. Holen Sie sich in Ihrem Bauhaus-Fachzentrum die passenden Materialien und Anregungen. Auf dieser Internetseite finden Sie die Möglichkeit, das Ganze noch einmal nachzulesen und anhand einer ausdruckbaren Materialliste Ihren Einkauf zu optimieren. Viel Spaß beim Selbermachen!